Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Together. Das normale Mal wieder, ohne Adventure, ohne nichts. So, erstmal stelle ich meinen Mitspieler vor, den MIG, den Lorenz. Hallo. Und als zweites muss ich euch eine Entschuldigung bringen für die letzte Folge, für die Folge 22, dass die grafisch so schlecht war, dass man sie nicht mal mehr angucken konnte. Irgendwas stimmte da mit meinem Fraps und mit meinem Camtasia nicht. Also, und ab jetzt wieder normale Folgen, normale Grafik, unsere HD Ready 720p ist eigentlich in Ordnung, reicht vollkommen. Und ich habe eine kleine Ankündigung zu machen, denke ich mal, jetzt ist es nötig. Wir haben ein neues Mitglied bei den Gaming Gods LP. Wer denn? Tja, das ist jetzt eine gute Frage, Herr Lorenz, wer ist es wohl? Ob wir ein kleines Gewinnspiel draus machen? Nee, machen wir nie. Der Lorenz selber ist es. Ich habe ihm angeboten, dass er mit uns Let's Plays macht. Also das macht er uns mit uns schon eine Weile. Aber er macht Xbox Let's Plays für uns. Ja, aber ich muss es erst hinbekommen mit meiner HDPVR. Jo. Weil, wie kann man bitte, wenn man sich eine HDPVR bestellt, die Installations-CD nicht mitliefern. Naja, das ist ein bisschen dämlich von Amazon. Ja. Oder von Haupauge. Oder Hauposch. Wie man es nimmt. Kannst du mir ein bisschen... Na nee, ich farm selber. Ja, ich würde trotzdem sagen, wir reißen hier das ganze Haus mal ab, oder? Das ganze Haus kannst du jetzt nicht mehr abreißen, Kunde. Wieso? Weil es bis jetzt unser Lager ist. Also, dann bauen wir ganz Neues, oder? Komm mal bitte zur Cobblestone Farm. Ja, bin hinter dir. Ich zeig dir gleich unser Haus. Hier unten wahrscheinlich. Nein. Ach so, das große. Ja. Eben. Ich hab schon ewig nicht mal geschaut. Daran bauen wir schon ewig. Sobald das fertig ist, wird abgerissen und wird weitergebaut. Also dann bauen wir sowas wie Kirchen und so ein Shit. Ja, halt sowas Unnötiges, was keiner braucht. Ja, eigentlich ist ja mit einem Haus eigentlich alles... Hast du jetzt an, ja, oder? Bitte? Hast du Monster jetzt an? One was? Monster. Oh shit, ich glaube, die habe ich vergessen. Ich glaube, die habe ich vergessen. Ja, kein Problem. Sag mal jetzt mal ohne. Ja, auf jeden Fall machen wir eine Folge ohne. Aber ich hab trotzdem Hunger, aus irgendeinem Grund. Jo, mal wieder Monster-Fail. Das habe ich vergessen anzuschalten, passiert. So, und zwar spitzt die Lausche auf. Im Ofen brennen jetzt gerade Steine für den Boden. Die musst du dann noch zu Stonebricks zusammencraften. Das kannst du dann mal machen und den Boden fertig machen. Halt, ich wollte mir Erde mitnehmen. Hey, warte. Ich brauche nur ein bisschen was zu essen, mein Gott. Wir haben noch nicht großartig. Wir können das hier oben mal alles abernten. Ja, warte. Soll ich dir ein paar Brote mitmachen? Du kannst mal hier oben die Farm ernten. Brauche ich das nicht machen? Ja, hier sind jetzt gerade... Ich mache jetzt mal das Weizen, was im Ofen ist, zu Broten, okay? Mach das. Ich brauchte ein bisschen Dirt. Warte, hier, bleib mal da. Gut, reicht. Ja. Du müsstest du 10 haben, oder? Jo. Ob ich dann vielleicht noch 2 Folgen Anno sogar noch aufnehme? Ah ne, heute nicht mehr. Ich ernte jetzt erstmal die scheiß Farm da oben. Conny, ich habe zurzeit so viele Let's Plays da, Conny, und morgen kriege ich bestimmt auch nochmal so 10, 20 Folgen. Ungerendert. Dann muss ich die erst durchrendern. Und dann darf ich die Scheiße sogar noch hochladen. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, können wir eigentlich langsam anfangen umzuziehen. Hier müssen wir halt mal eine Wand zuziehen.
für die. Ach so, ja, wenn wir ohne Monster spielen, ist unnötig. Nein! Du sag mal, kannst du mal in den Kisten bei uns gucken, ob es dort noch irgendwo Glas existiert? Ja klar, ich kann auch ein bisschen Sand farmen gehen, wenn du willst. Jo, wenn kein Glas da ist, wäre gut. Aber möglichst nicht direkt vor unserer Haustür. Ja, klar. Allgemein, wenn ich Sand farm, dann mache ich so, dass nach ein bisschen was, doch ist eh noch genug Glas. Halt, dass noch ein bisschen was aussieht, nicht so hingeschissen. Jo, ich komm erst mal heim zum Pen. Ja, okay. Also ein bisschen Glas ist gut. Was, wir haben nur wenig, oder wie? 3 Stacks und ein halbes ungefähr. Echt, so viel haben wir noch? Ja. Oh Gott, habe ich schon lange nicht mehr gespielt, ey. Ich werf dir mal den Eingang. Du kannst mir mit Bauen helfen kommen, da kannst du dich ums Glas kümmern. Ja, okay. Aber lass erst mal pennen. Ja, komm halt mal her. Ich hab das Glas schon hin. Ich will in der Ecke. Nee, das Eckbett ist, glaube ich, meine immer gewesen. Egal. Hast du jetzt das Glas hingeworfen? Das solltest du nehmen. Oh. Ja, ich glaube, das Eckbett war immer meine. MIG. So, warte, ich hau dir das Glas hier wieder vor die Frühbohrplatten. Ja. Da muss ich keinen Sand farmen. Du wirst ja sehen dann, wo es hin muss. Ja, ja. Bei dir ein Hund? Nö, eigentlich nicht. Klang so. Oh, wie ich das Loch hier hasse. Das Creeper-Teil da. Jetzt reicht's mir. Ja, wie viele Felder soll das gelaufen hoch sein dann? So wie bei den anderen. Guck's dir einfach mal bitte an. Oh, das ja. War einer zu viel. Das sind, glaube ich, 4 immer hoch. Ja, außer bei der Tür, eben. Hä? Aber, ach so, okay. Warte. Ach, da ist ein Hund auf dem Baum, vielleicht hast du den gehört. Oh, du Kniffo. Lass mich erst die Rahmen machen. Ja, okay. Weil sonst verbaue ich mich hier noch tausende Male. Ah, hier kann ich weitermachen. Hast du denn da hinten noch irgendwo ein paar Rahmen? Weißt du, dass hier unten irgendwo Lava ist? Hä, wo weißt du das? Ich hör's. Oh oh. Ja, darum kümmere ich mich. Irgendwann mal. Komm mal her. Ich hab Minecraft-Sound aus. Ach so. Ja, das wäre lustig geworden, wenn du dich nach unten gegraben hättest. Oh, das muss ich mir merken. Sonst zack nach unten, dann war es Feierabend hier. Jo, ich hab kaum noch Cobblestone. Na. Na, das war einer zu viel. Ja, sonst gehst du mal Cobblestone vorne. Ein bisschen was schaffe ich schon noch.
den einen oder anderen Balken. Fuck, kannst du da mal dich drum bemühen, dass du den Dirt-Block dort oben wegkriegst? Ich komm nicht mehr ran. Hast weggekriegt? Ja. Respekt. Ja, ich hab hier jetzt mal das Glas ein bisschen. Ich guck mal kurz rüber ins Haus oder ins Lager. Das kann man nicht Haus nennen. Ob der Stein fertig ist. Aber da, die Bude hier wird übelst groß werden. Ich glaube, ich schätze mal so bis Folge 50 oder so werden wir noch dran bauen. Wenn wir jetzt erst bei der 25 sind, vielleicht sogar noch mehr. Sind wir bei 25 oder wo sind wir? Genau. 22. Ich runde immer ein bisschen gerne auf. 22 hochgeladen, 23, 24 nehmen wir heute auf. Mal gucken, vielleicht machen wir auch noch eine 25 heute. Mal gucken, wie ich Lust und Laune habe. Okay, ein bisschen Stein. Du hättest es auch schlauer machen können und den Stein ein bisschen verteilen. Aber. Oh! Hab ich nicht dran gedacht. Du brauchst Steinziegel, oder? Ja, Stonebricks. Ich spiele auf Englisch deswegen. So. Ich nehme an, das sind die, ansonsten haben wir Pech gehabt. Ich glaube, 4 Stone nehmen wir zusammen. Ja, halt in einem Viereck. Ja, ich glaube. Naja, ich hab's jetzt mal gemacht. Ansonsten müssen wir beide Cobblestone farmen gehen. Ja, ich hab keinen mehr. Wenn du dir mal überlegst, wir haben da nicht mal die erste Etage fertig. Ja. Und der erste Turm, also es soll ja jeder Turm. Du hättest ja so machen können, dass du erstmal einen Turm baust. Jo, das wäre vielleicht leichter gewesen. Ja, weil dann hätten wir da auch schon früher reinziehen können. Ja, sobald unten die erste Etage eigentlich fertig ist, kann man auch reinziehen. Bloß dann ist es immer zur Farm in Stücke. Hm. Ja, sonst müssen wir halt die Farm auch umbauen. Die schaut jetzt auch nicht so super aus. Ja, es war ja am Anfang nur provisorisch gedacht. Naja, klar. Kannst du mal aufhören? Wieso? Voll unhygienisch. Oh Gott. Ich baue jetzt mal den Umriss hier fertig, ne? Hängt mir das Hygienehemd an der Backe, wenn ich das hochlade, war. Das wär's ja natürlich. Musst dir mal vorstellen, ich lade das scheiß Video hoch. Plötzlich klingelt bei mir die Hygiene. Also echt, wir müssen leider Ihnen das Video löschen. Das kann ja nie so sein. Kriegst du einen Community Strike. Conny, das müsstest du filmen, bei YouTube hochladen, wenn das wirklich passieren sollte. Ey, du dann würdest... gleich noch einen. Würdest Milliarden an Klicks kriegen. Ey, kann ich in der Mitte des Teils schon zubauen mit Glas? Warte mal, ich weiß noch gar nicht, ob das Glas rein soll oder nie. Ich guck mir das dann gleich an. Ja, scheiß drauf, ich hab jetzt ein bisschen was rein. Warte, ich will mir das dann erstmal angucken. Ja. Ich hatte mein Texture Pack, da standen in dem Block, wie es kaputt ging, die Prozente drinne, wie weit es kaputt war. Das fand ich nie übel. Nicht schlecht. Aber das war so verpixelt, das war das, was mir nie gefiel. Wir könnten eigentlich mal in der Höhle gehen. Aber wir brauchen ja eigentlich nichts. Nee, jetzt gerade ist eigentlich das Haus wichtig. Vor allem, das hat... Kannst du den ganzen Boden mal abreißen? Ja, mach ich. Nee, ja, du hast das Glas richtig gesetzt, ist perfekt. Da sollte Glas rein. Hast du jetzt noch Glas oder war's das? Nö, ich hab noch 2 Stacks und 8. Das ist gut. So viel noch? Ich hätte gar nicht gedacht, dass du nur so viel hast. Also du! Heute ist mir mal in der Schule wieder klar geworden,
dass du zu dumm für die Schule bist. Nee, darum geht's ja jetzt gar nicht. Dass man bei Lehrern manchmal einen Haufen, wirklich bestimmt so 10, 20 Kilo Scheiße aufeinander gedrückt hat und ein Lehrer als Überschrift gegeben hat und denkt man sich dann auch immer, hallo, geht's noch? Ich find's immer am geilsten, wie du die ganzen Lehrer untergliedern kannst. Also Physiklehrer zum Beispiel. Physik- und Mathelehrer. Die leben in ihrer eigenen Welt. Unsere Infolehrerin ist die beste. Die denkt, ihre Familie ist ja die beste und die schönste und dann, wenn man mal ein Wort dagegen sagt, die hasst dich für immer und ewig. Ich komme mit der nicht klar. Ich schaff's einfach nicht. Ich hab's oft genug versucht, aber ich komme einfach mit ihrem Charakter nicht klar. Ich hab auch gesagt, ich kann bei der nie in die Prüfung gehen. Die lässt mich knallhart durchfallen. Was hat die dann gesagt? Nicht? Das habe ich der nie an den Kopf geworfen. Aber ich weiß, dass ich da bei der keine Prüfung mache. Die würde mich knallhart durchfallen lassen. Egal, ob alles richtig ist oder nicht. Ja, das wäre dumm. Ein bisschen. Nee, die ganze Lehrerin ist dumm. Ein bisschen. Nee. Ein bisschen ist ja ein ganz schönes bisschen untertrieben. Ja, also ein bisschen. Ist ein ganz schönes bisschen untertrieben. Ja, aber ein bisschen kommt trotzdem in den Satz vor. Boah, was diskutieren wir hier eigentlich für eine Scheiße? Es ist halt langweilig, hier die ganze Zeit Cobblestone rumzu. Ja, es wird schon wieder Nacht. Wollen wir pennen gehen oder arbeiten? Jo, ich komm heim. Nicht während meiner Schicht. Da kann ich ja heimlaufen, die Taste gedrückt halten und dabei mein Bier austrinken. Eck oder schwul? Wie bitte? Ex oder schwul? Kennst von wen? Ja, warte. Oh, die erste Folge ist schon wieder theoretisch zu Ende, glaube. Fast. Oh, ich habe Eisen gefunden. Unter dem Boden. Bring's mit? Ja. Aber du spielst hier nicht mit X-Ray, oder? Nein. Gut. Ja, ich hab gestern oder als du mir geschrieben hast, dass wir Let's Play aufnehmen, habe ich mir erst die neue Minecraft-Version geholt. Ich habe noch kein Texture Pack, keine Mods, gar nichts. Kommst du mal bitte pennen? Ja, warte, ich habe den Boden gleich weg.